Hallo und willkommen zu Albenrevue. Bevor ich meine Rezension von Big Generator mache, füge ich dieses eher kleinere Video an, das sich mit einer eher exotischen LP von Yes beschäftigt, die genau damals, in 1985, am Ende der Yes-Tournee zu 90125 rauskam. Ich spreche von dem etwas ungewöhnlichen Deep Cut Live-Album namens 90125 The Solos. Als ich damals die Platte kaufte, hatte ich kaum auf die Tracks geschaut und dachte nur, das ist 90125 live, her damit. Okay, das war nicht ganz falsch, aber es sind in Wirklichkeit nur zwei konkrete Tracks von 90125 hier drauf. Eine sehr muskulöse Version von Hold On eröffnet die A-Seite und eine Live-Version von Changes beginnt die B-Seite. Doch der Rest der Platte sind sogenannte Solos. Yes hatte schon immer die Angewohnheit, einzelne Musiker ein paar Minuten lang Solo spielen zu lassen. Nun nicht schon immer, aber diese Tradition entstand in 1971 mit dem Eintritt von Steve Howe in die Band, dass dieser dann mitten im Konzert mal eine fünfminütige Komposition auf einer spanischen Gitarre präsentierte. Mit Rick Wakemans Eintritt in die Band ein halbes Jahr später begann man dann auch Keyboard-Solo-Performances einzubauen. Anfangs spielte Wakeman immer einige Themen aus seinem Henry-Album. Solche Sachen sind nicht immer das populärste mit dem Publikum, aber es sind willkommene Momente für die restliche Band, etwas zu verschnaufen oder sich auf die Fortsetzung des Konzertes vorzubereiten. Aber gerade in den späten 70ern war das ja oft auch die Gelegenheit, einfach mal eine Line Coke durchzuziehen. Diese Platte hier präsentiert sozusagen die Solo-Momente aller Musiker. So ganz konsequent ist es aber nicht. Aber es sind eben mehr die Intermezzos, die hier zum Ausdruck kommen. Und das macht es zu einer eher exotischen Platte, die vermutlich höchstens für hartgesottene Yes-Fans oder Sammler interessant ist. Somit schauen wir uns mal den Inhalt näher an. Nach dem dramatischen Start mit Hold On folgt also eine kurze Synthesizer-Meditation von Tony Kaye mit dem Titel See. Das ist mehr in Richtung Ambient angesiedelt, aber auch mit einigen flotten Keyboard-Phrasen versehen. Aber alles in allem ist das musikalisch nicht ganz so interessant, insbesondere weil sich Tony Kaye da plötzlich in der Toccata und Fuge in D-Moll von dem guten alten Johann Sebastian verliert. Okay. Dies wird gleich gefolgt mit Solis Beard, einem halbakustischen Stück von Trevor Rabin, aufgenommen in der berühmten Westfalenhalle in Dortmund. Das ist dann ein waschechtes Showcase-Stück von Trevor Rabin mit sehr vielen Legato-Läufen. Ich würde es jetzt nicht in der Olymp Liga von Aldi Meola oder Alan Holdsworth ansiedeln, aber es ist schon deutlich in dieser Richtung. Ich meine, als ich das mit 14 oder 15 hörte, dachte ich, dass Trevor Rabin der beste Gitarrist der Welt ist. Aber ich habe seitdem auch andere Sachen gehört. Es ist trotzdem eine deftige Shredding-Nummer. Aber es ist interessant, dass solche Nummern bei Steve Howe doch eher musikalische Geschichten waren, die er da mit Melodien und subtilen Riffs erzählte. Clap oder Mood for the Day wären da solche Kompositionen, die zwar sein Können zeigten, es aber nicht darauf anlegten, anzugeben, sondern eben ihre eigene musikalische Geschichte zu erzählen hatten. Solis Beard hat keine so starke kompositorische Kohärenz. Es ist mehr ein Vorzeigestück für die Geschwindigkeit von Trevor Rabins Fingern. Und es ist auch ein glitzerkleines wenig gemogelt, weil die ganze Zeit Tony Kaye im Hintergrund sanfte Synth-Layer spielt. Die A-Seite endet mit einem zweiminütigen Ausschnitt von John Anderson, der Soon singt von The Gates of Delirium. Ebenfalls begleitet von Tony Kaye an den Keyboards. Das Ganze fühlt sich sehr stripped down verglichen mit der Art, wie sie es in den Tagen von Patrick Moraz gespielt haben. Allerdings darf man nicht auf die Idee kommen, dass Yes mit Trevor Rabin The Gates of Delirium spielten.
Das waren stromlinienförmige Konzerte damals mit nur relativ kurzen Nummern. Das längste Stück während dieser Tour war vermutlich Starship Trooper, das nur deshalb so lang war, weil das am Ende des Konzerts gespielt wurde und die letzten 5 oder 6 Minuten nur ein endloses Trevor Rabin Hardrock Solo war, mit dem er so die Arena bestritt. Somit wurde während dieser Tournee Soon tatsächlich als diese 2-minütige Kurznummer gespielt. Auf der Platte ist dann hier die A-Seite vorbei. Wie gesagt, beginnt die B-Seite mit Changes und danach geht es gleich weiter zum Solomaterial über mit Amazing Grace, was ja ein berühmtes Volkslied ist, das hier aber von Chris Squire allein auf dem Bass gespielt wird, wobei da erneut Tony Kay 2 Minuten lang irgendeine tiefe Taste gedrückt hält. Das ist aber eine gelungene Präsentation, finde ich. Es klingt nicht langweilig, weil Squires Bass da sehr verzerrt ist. Man fühlt sich ein wenig an Star Spangled Banner von Jimi Hendrix erinnert. Doch Amazing Grace, das hier nur 2 Minuten gespielt wird, ist nur so eine Art Vorspiel zu dem eigentlichen Finale dieses Albums mit dem Titel Whitefish. Das ist naheliegenderweise Chris Squires Darbietung seines Stückes The Fish vom Fragile Album, das er live immer mit Alan White spielte, vermutlich fast bei jedem Konzert. Und diesmal ist die Betonung eben etwas mehr auf Alan White und mehr ein erwartungsgemäß gekonntes Wechselspiel zwischen den beiden. Squires Spitzname war ja Fish und deshalb ergibt Whitefish durchaus Sinn. Hinzu kommt, dass dann plötzlich das ganze Fischthema sich in Tempus Fugit vom Drama-Album verwandelt, um dann plötzlich bei Sound Chaser vom Relayer-Album anzukommen. Somit ist Whitefish ein wirklich ungewöhnliches Medley und das ist damit vermutlich die interessanteste Stelle des ganzen Albums. Und John Anderson ruft dann am Ende Chris Squire aus und sagt, am Bass Dr. Chris Squire. Wie auch immer, das Ganze ist ein sehr kurzes Album mit 16 oder 17 Minuten auf jeder Seite. Aber es gibt eine spätere japanische Ausgabe auf CD, der man noch 2 Tracks hinzugefügt hatte, namentlich City of Love und It Can Happen, was dann das Album in meinen Augen wahrscheinlich massiv aufwertet. Was die Bewertung dieses Albums betrifft, nun, das Rolling Stone Magazin gab hier nur 1 Stern. Doch es ist auch wichtig zu verstehen, dass das Rolling Stone Magazin das drucktechnische Äquivalent zu Syphilis ist. Somit gilt es für mich, mich davon abzusetzen. Ich gebe hier 2,5 Sterne, wobei ich bei der japanischen CD-Version eher zu 3 Sternen tendieren würde. Das soll nicht wie ein Verriss anmuten. Es ist wirklich nichts Falsches mit diesem Album. Und ich bin natürlich froh, es zu besitzen. Aber in Relation zu dem sonstigen Werk von Yes ist es einfach nicht besonders wichtig. Deshalb sollte man es auch nicht überbewerten. Vielleicht noch etwas Lustiges und gänzlich Irrelevantes am Ende. Es gibt ja diese ziemlich großartige und von mir bereits erwähnte DVD mit dem Konzertfilm, aufgenommen von Steven Soderbergh. Und die Audiospur hier ist wirklich top und wurde von Trevor Rabin abgemischt. Ich habe mir die als MP3s gezogen und sie dann mit den MP3s von 901 to Live the Solos vermengt. Und auf diese Weise lassen sich ungefähr 3/4 des 901 to 5 Konzertes rekonstruieren. Denn ein richtiges 901 to 5 Live-Album gibt es nach meinem Dafürhalten nicht. So, das war etwas stark Nerdiges oder Geekiges am Ende. Bis zum nächsten Mal. Dann reden wir endlich über Big Generator. Heiliger Bimbam.